Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video hier auf meinem kleinen, beschaulichen YouTube-Kanal. Und seit langer Zeit machen wir mal wieder ein Masters-Unboxing. Es ist zwar keine aktuelle Figur, die ich euch heute zeige, es ist ein Two-Pack, das ich schon sehr lange gerne haben wollte in meinem Besitz und das ich jetzt zu einem guten Preis bekommen habe. Denn zu vielen Exclusives muss man ja sagen, dass die teilweise im Preis durch die Decke schießen. Aber dieses Set ist wirklich günstig zu haben, ob jetzt auf eBay oder auch in diversen Online-Shops. Man kann es sich durchaus leisten und ich spreche vom Rise of Evil 2-Pack, das Lord Keldor und Kronis erhält. Also die, ja, die Personen, die dann später zu Skeletor und Trapjaw werden. Ich freue mich riesig auf das Unboxing und so wie ich das sehe, ist diese Box sogar wieder verschließbar. Das wäre natürlich toll. Okay, würde ich sagen, legen wir los! Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Zauberkraft! Ja, und da steht das Set in seiner ganzen Schönheit. Wir fangen natürlich oben an. Rechts in der Ecke könnt ihr es lesen. New for 21, also erschienen für 2021. Es hab ja schon gesagt, das ist jetzt nicht das aktuellste Set, aber wie ich finde, ein richtig cooles. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich es endlich habe. So, links sehen wir das ja, klassische Masters of the Universe Logo. Hier hat die Verpackung einen kleinen Knick. Ist wahrscheinlich beim Transport passiert. Ja, und hier sehen wir auch schon Keldor und Kronis. Wunderbar. Rise of Evil. Natürlich eine US-amerikanische Verpackung. Ganz logisch. Ist in Deutschland nie offiziell erschienen, außer jetzt in verschiedenen Online-Shops. Hier haben wir die beiden Herren. Wollen wir uns mal näher ran. Können wir es auch nochmal. Ja, ich packe die gleich aus, dann könnt ihr es besser sehen. Im Moment spiegelt sich das alles noch ein bisschen im Licht. Gleich wird es besser. Keldor, der böse Schüler von Hordak. Und Origins Kronis, der böse Schurke aus einer anderen Dimension. Richtig cool. So. Wie könnte es anders sein? Ein tolles Artwork auf der Rückseite. Hier sehen wir sie, Keldor und Kronis beim Angriff auf die Halle der Weisheit. Und rechts sehen wir General Randor, bevor er zu König Randor wurde. So erzählt es uns zumindest der 2000er Cartoon. Und diese Szene ist natürlich vom 2000er Cartoon inspiriert worden. Da gab es ja in der Öffnungsszene auch den Angriff auf die Halle der Weisheit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Randor jetzt hier General oder schon König ist. Vintage war ja immer König. Ja, es ist ja schwer zu sagen. Ich würde sagen, das ist jetzt General Randor, den wir hier haben, nicht der König. Oder wie seht ihr das? So, weitere Figuren werden hier beworben, die auch 21 erschienen sind. Zauberrüstung, He-Man, Ramen, Clamshamp und Skeletor in Zauberrüstung und natürlich Panther. Ja, die gab es alle bei uns ganz normal im Handel zu kaufen. Hier sehen wir die Action-Features links. Ich nenne es mal Action-Features. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Keldor einen Wechselkopf, dass er zu Skeletor werden kann. Das finde ich richtig cool. Bei Kronis gibt es das leider nicht. Ich hätte es schön gefunden, wenn man aus ihm auch einen Trapjaw hätte machen können. Ja, dann wollen wir das Ganze mal auspacken. Ich halte es noch einmal in die Kamera. Ich freue mich wirklich sehr. Ich finde es wirklich toll, dass dieses Set auch jetzt nicht so teuer ist, wie jetzt manche Exclusive. So, jetzt kommt wieder mein wunderbares Messer hier zum Einsatz, für das ich immer noch einen Namen suche. Ich habe schon richtig tolle Vorschläge bekommen, aber ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht entscheiden können. So. Wenn ich es geschickt und vorsichtig mache, also nicht so, wie ich es gerade gemacht habe, das war nämlich alles andere als geschickt und vorsichtig, dann wäre es durchaus möglich, dass ich das Set auch wieder verschließen kann ohne Schwierigkeiten. So. Mini-Comic ist keiner drin. Schade eigentlich. Da hätte man in Anlehnung an den 2000er Cartoon auch einen richtig tollen Comic machen können. So. Und da sind die beiden Gentlemen. Lord Keldor und Kronis. Ich würde sagen, wir packen Keldor als erstes aus. Hm? Macht Sinn. Warum macht das Sinn? Keine Ahnung. So, meine Lieben, jetzt sagt doch mal selber, sieht Keldor nicht einfach nur hammermäßig geil aus?
Meine Güte, was für eine Figur. Fangen wir mal oben an. Das Gesicht, wirklich perfekt aus dem 2000er Cartoon übernommen. Die Rüstung, die er anhat, unterscheidet sich auch ein bisschen von Skeletors Rüstung. Ja, man hat hier die Horde Fledermaus in grün hier drauf, finde ich richtig toll. Und ja, die Rüstung ist auch, so kommt es mir zumindest vor, etwas dunkler als die von Skeletor. Dann hat Keldor ja noch seinen Mantel hier, Mantel, seinen Umhang. Und was ich auch toll finde, Widderstab und sein Schwert sind oben grün und unten haben sie halt das normale Blau. Warum grün? Ja, das Artwork auf der Rückseite erklärt es eigentlich. Skeletor, beziehungsweise Keldor, als Schüler von Hordak beherrscht Magie und ja, setzt diese natürlich auch im Kampf gegen Randor ein. Ich finde das richtig toll. Wenn ich etwas zu bemängeln hätte, was heißt bemängeln? Ich hätte es schön gefunden, wenn man ihm noch die Säureampulle dazugelegt hätte aus dem 2000er Cartoon, die er gegen Randor geschmissen hat. Die als Goodie, das wäre jetzt noch richtig toll gewesen. Aber auch so möchte ich jetzt hier nicht meckern. So. Er hat halt ein diabolisches Grinsen im Gesicht, seinen Bart, seine Haare schauen wir uns gleich noch näher an. Keine Dämonenfüße, sondern wirklich, ja, normale Stiefel. Ich find's toll, richtig toll. Ich meine, Keldor sollte ja eigentlich sogar in der Vintage-Toyline, glaube ich, schon auftauchen. Ne? Es gab ja diesen Mini-Comic, The Search for Keldor, wo er das erste Mal erwähnt wurde, wo Randor nach ihm gesucht hat. Und ja, dann hat Randor ja, glaube ich, nur einen Schatten gesehen und dachte, oh, das ist Keldor. Aber es war dann Skeletor. Und am Ende des Mini-Comics sagt Skeletor ja noch, sie dürfen das Geheimnis von Keldor nicht lüften, denn das würde mein Ende bedeuten. Da wurde ja schon angeteasert, dass Keldor und Skeletor eine und dieselbe Person sind. Und es wurde auch schon angeteasert, dass Keldor bzw. Skeletor somit der Bruder von Randor ist. Leider wurde das vor dem Ende der Vintage-Toyline nicht mehr zu Ende geführt. Und auch im 2000er-Cartoon hat man das Keldor und Skeletor, also dass Keldor und Randor Brüder sind, auch da ist man nicht mehr weiter drauf eingegangen, war glaube ich aber auch noch geplant. Aber zumindest, dass Keldor zu Skeletor wird, das hat man ja im 2000er Cartoon direkt in die Eröffnungsszene reingepackt. Was ich gut finde, was ich richtig gut finde. So, das Ganze nochmal von hinten betrachtet, hier sieht man Keldors richtig lange Haarpracht, lange schwarze Haare, boah, da werde ich neidisch, ich mit meiner Halbglatze. Solche Haare hätte ich auch gerne. Wahnsinn. Wir werden gleich mal den Umhang abnehmen und wir werden auch gleich noch den Wechselkopf montieren. Aber lassen wir das bitte noch einmal kurz auf uns wirken. So, meine Lieben, den Umhang habe ich jetzt entfernt. Den Kopf habe ich noch nicht gewechselt, weil ich möchte, dass wir Keldor noch einmal auf uns wirken lassen. Auch ohne Umhang. Richtig cooler Typ. Richtig cooler Typ. Ich finde es auch toll, dass die ihn im Revolution-Cartoon mit eingebaut haben. Auch wenn die mich da zunächst ziemlich verarscht haben mit. Aber im Endeffekt richtig toll. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Figur liebe? Habe ich schon erwähnt, wie klasse ich diese Figur finde? Oh, diese Haarpracht. Oh Mann. Ich bin neidisch, Leute. Ich bin richtig neidisch auf Keldors Haare. Nur auf das, was danach aus ihm wurde, da bin ich jetzt weniger neidisch. Seht her! Ja, und da wurde Keldor dann durch Hordaks dunkle Magie zu Skeletor. Ja. In 2000er Cartoon hat Hordak das gemacht, um Skeletor das Leben zu retten, beziehungsweise Keldor das Leben zu retten. Im Revolution Cartoon sah das etwas anders aus. Da wäre es eigentlich gar nicht nötig gewesen. Was ich interessant finde, ist das Gesicht von Skeletor, weil es ist nicht das Standard Origin Skeletor Gesicht, das wir kennen. Die Bemalung seines Skelettkopfs ist anders. Das sieht man deutlich. Und die Augen, die rot leuchtenden Augen. Richtig toll. Ich mag diesen Kopf. Also das ist ein richtig toller Wechselkopf. Vielleicht montiere ich den gleich mal auf den Standard Origin Skeletor. Mal gucken, ob es da genauso gut aussieht. Wirklich toll. Ja, hier, das geht immer auf. Ich weiß auch nicht, warum. So, der Fairness halber ziehen wir Skeletor jetzt auch nochmal den Umhang an. Sieht auch irgendwie cool aus, oder? So Skeletor mit Umhang. Sieht man ja in der einen oder anderen Cartoon-Folge auch. So ist das ja nicht. Ne? Also Skeletor mit Umhang ist jetzt keine Neuerfindung des Rats. Ich finde, das hat was.
Und ich mag diesen Skeletor-Kopf. Der gefällt mir tatsächlich besser als der Standard-Kopf. Oh Gott, hoffentlich werde ich jetzt nicht gehatet für diese Aussage, aber liebe Leute, es ist so. Dieser Kopf ist einfach der Hammer. Und zusammen mit dem Umhang sieht es sogar von hinten auch gut aus. So, bevor wir uns jetzt aber mit Cronus befassen, möchte ich gern, hier ist der Standard Origin Skeletor, ich möchte ihn gerne mal diesen Skeletor-Kopf aufsetzen und spaßeshalber werde ich ihm auch mal den Keldor-Kopf aufsetzen. Ja, das wird hier ein kleines Experimentiervideo und ihr seid live dabei, Freunde. So, Freunde, hier der Origins, normale Origins Skeletor mit dem ja, Kopf aus dem Tupac. Ich weiß nicht. Sieht jetzt nicht so gut aus. Also ich finde, der Kopf gehört schon auf den anderen Skeletor drauf, oder? Man sieht jetzt hier auch die Unterschiede. Ich meine, die Rüstung, die ist ja hier deutlich heller. Und ja, ich weiß nicht. Macht jetzt nicht so viel Sinn. War ein interessanter Versuch, aber nee, ich glaube nicht. Aber wir setzen ihm den Keldor-Kopf auch nochmal auf. Vielleicht sieht es damit ja etwas besser aus. So, und was sagt ihr? Auch nicht so der Hit in Tüten, oder? Wenn wir mal ehrlich sind. Man kann es machen, aber ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das sieht nichts aus. Nee, auf den normalen Origins Skeletor gehört einfach der normale Origins Kopf drauf. Und auf den Tupac Skeletor Keldor gehören halt diese Köpfe drauf. Ist meine Meinung. Alles andere sieht, wie ich finde, jetzt nicht so toll aus. Wenn ihr Bock habt, meine lieben Freunde, aber nur wenn ihr Bock habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, welchen Skeletor ihr besser findet. Den normalen Origin Skeletor, der toll ist, da ja auch in die Vintage-Figur angelehnt ist, oder findet ihr den aus dem Tupac hier besser? Ich mag natürlich beide, ganz klar, aber ich muss sagen, hier dieser Keldor-Skeletor, der flasht mich doch ehrlich gesagt ein bisschen mehr. Ja, und wie sieht's mit Lord Keldor aus? Findet ihr den auch so geil wie ich? Also ich feiere diese Figur so sehr, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Obwohl es ja eigentlich nur ein Skeletor mit dem Wechselkopf ist, aber ich finde die Figur so klasse. Sagt mir bitte, wie ihr Keldor findet. Ich möchte das wissen. Ja, Freunde, nach dieser riesigen Freude über Keldor kommt dann jetzt eine kleine Ernüchterung. Der Schwachpunkt? Das Schwachpunkt? Der Schwachpunkt, genau. Ja, sehr gut. Der Schwachpunkt des Sets Kronis. Also zunächst mal möchte ich sagen, es ist kein Hate, ne? Also, aber es ist nur meine Tatsache, dass Kronis einfach der Schwachpunkt ist dieses Sets. Fangen wir an. Fangen wir mit seinem Gesicht an. Ja, Kronis, ein gefürchteter Krimineller aus einer anderen Dimension und ich weiß nicht, sein Gesicht, er sieht ein bisschen Psycho aus, was sicherlich nicht verkehrt ist, aber ich weiß nicht, es haut mich jetzt auch nicht so vom Stuhl, wenn ich ehrlich bin. So, er hat tatsächlich nur eine einzige Waffe dabei, das Maschinengewehr. Was Sinn macht, ihm diese Waffe dazu zu legen? Weil, ja, wenn man an Trap Show denkt, dann denkt man meistens an das Maschinengewehr. Ich glaube, das ist die Waffe, die am meisten mit ihm in Verbindung gebracht wird. Das ist in Ordnung. Aber er als Waffennah, ja, auch als noch ein Krimineller war, da war er schon ein ziemlicher Waffennah. Da hätte man ihm durchaus noch ein, zwei Waffen mehr mit dazu legen können. Wie ich finde. Und was ich wirklich ganz, ganz schlimm finde. Ja, warum hat man ihm keinen Wechselkopf gegeben? Ich meine, bei Keldor haben wir den Wechselkopf zu Skeletor und ich habe ja gerade davon geschwärmt, wie gut selbst der Wechselkopf aussieht. Warum konnte man bei Kronis jetzt nicht noch einen Trapjaw-Kopf mit dazulegen? Oder einen Waffenarm, dass man den rechten Arm abnehmen und den Trapjaw-Arm dran machen kann. Das wäre doch so geil gewesen. Leicht verändertes Gesicht, ein Wechselkopf. Paar Waffen mehr und Kronis wäre ein absoluter Brüller gewesen. Da bin ich sicher. Weil grundsätzlich ist die Figur ja nicht schlecht geworden. Die ist gut modelliert. Also, ne, die Rüstung, die er anhat, die gefällt mir eigentlich. Auch so hier so Stiefel und alles. Ja, es ist nichts Spektakuläres, aber es ist gut gemacht. Es ist eigentlich gut gemacht. Die Waffe, ja, die passt natürlich.
Aber Leute, bitte, das Gesicht hätte man ein bisschen besser machen können. Und einen Wechselkopf dazu. Ist echt schade, dass man sich da jetzt nicht so viel Mühe mitgegeben hat. Also Kronis alleine hätte ich mir in der Form nicht gekauft, bin ich ganz ehrlich. Wenn man Kronis auf Einzelkarte rausgebracht hätte, so wie er da aussieht, ich hätte ihn mir nicht gekauft. Ich habe das Two-Pack vor allem deshalb gekauft, weil ich Keldor haben wollte. Und ja, Kronis habe ich dann quasi als Bonus mit dazu bekommen. So ist es okay. Ich kann euch jetzt leider keinen Standard Origins Trap Row zeigen, weil ich habe gesucht. Ich dachte, ich hätte einen losen. Ich habe keinen losen Trap Row gefunden. Habe ich den damals wirklich nur einmal gekauft auf Blisterkarte? Weil der kam ja zu einer Zeit raus, als ich die Figur noch doppelt gekauft habe. Aber ich habe keinen gefunden, Leute. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja, werde ich mir nochmal einen zweiten besorgen müssen. Aber es kommt ja bald auch der Mini-Comic-Trap-Show. Nicht der Mini-Comic-Trap-Show, den gibt es ja schon. Ich meine den Cartoon-Collection-Trap-Show, der kommt ja bald raus. Oder manche haben den ja sogar schon. Vielleicht kann man da ein bisschen was mit experimentieren. Mal gucken. Den Mini-Comic-Trap-Show habe ich mir übrigens nicht gekauft. Ich habe den gesehen bei Smith Toys. Ich wollte mir erst holen, aber irgendwie hat er mir dann doch nicht gefallen. Deswegen habe ich ihn hängen lassen. Jetzt überlege ich, ob das eine gute Idee war. Wenn ich mir den geholt hätte, vielleicht hätte ich da den Waffenarm hier an den Kronis mal dran machen können. Oder einen Wechselkopf. Mal gucken, vielleicht mache ich das noch. Vielleicht hole ich mir tatsächlich noch den Mini-Comic-Trap-Show irgendwann. Ich guck mal. Auf jeden Fall, Trap-Show ist eigentlich, ja, die Sache ist die, Freunde. Trap-Show war als Kind einer meiner Lieblingscharaktere. Vor allem durch die Europa-Hörspiele. Ich mochte diesen Charakter. Auch wo ich die Figur bekommen habe zum Spielen, also. Und dann ist mir einmal der Arm abgebrochen und da war ich da am Heulen. Ich habe gesagt, boah, Mama, meine Lieblingsfigur ist kaputt gegangen. Meine Mutter meinte so, das sagst du jedes Mal, wenn dir was kaputt geht, dass es dein Lieblingsspielzeug war. Naja, ich werde dir das wohl glauben müssen. Meine Mama hat meistens recht. Ey, da regt mich jetzt gerade echt ein bisschen auf, ne? Dass ich keinen losen Trap-Jaw habe. Wieso habe ich keinen losen Trap-Jaw, keinen ausgepackten? Das kann nicht sein, das passt nicht zu mir, das ist falsch. Ja, werde ich nochmal einkaufen müssen. Ja, wie gesagt, ich guck mal vielleicht beim Mini-Comic. Obwohl, der hat auch einen anderen Kopf, ne? Eine andere Farbe. Ich weiß nicht. Mal gucken, wie ich es mache. Ich weiß es noch nicht. Ich warte erstmal auf die Mini... Ich sag schon wieder Mini-Comic. Auf die Cartoon-Collection-Version. Weil dieser Herr braucht definitiv einen anderen Kopf. Ja. Das Tupac. Rise of the Evil. Ne, Rise of Evil, nicht The Evil. Rise of Evil. Lord Keldor und Kronis. Top Flop. Wie seht ihr das? Habt ihr dieses Two-Pack? Habt ihr es euch gekauft? Wie findet ihr die Figuren? Lasst uns darüber sprechen in den Kommentaren. Und ja, wir sehen uns bald wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, euer Onkel Retro. Tschüss.